Viele machen sich vom Wetter abhängig oder von den Nachrichten. Effektive Umsetzung ist heute das Thema, meine lieben Freunde da draußen. Willkommen zum Podcast-Format Besser Leben, dem Podcast-Format für ein besseres Leben. Und ihr kennt das alle, diese frustrierende Stimmung, besonders in der Landwirtschaft, wenn der Wetterdienst sagt, boah, das Wetter wird morgen wieder schlecht, danach der Tag schlecht, die ganze Woche schlecht und die nächsten 2-3 Wochen auch. Dazwischen Sturm, Hagel, Schneeschauer, keine Ahnung was. Ne? Auf jeden Fall so, dass die Landwirte wohl nichts tun können. Und dann am nächsten Tag ähnliche Nachrichten. Ähnlich verwirrend, weil du guckst nach draußen und siehst Sonnenschein. Der Tag danach, es könnte sein, ja, hypothetisch gesehen, der Prozentsatz, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass es so kommen wird. Und du guckst nach draußen. Wie jetzt? Immer noch kein Regen. Jetzt sitze ich hier schon 3 Tage und habe nichts getan, weil die vom Wetterdienst nicht in der Lage sind, das Wetter vorauszusagen. Das nehmen wir mal als Beispiel. Ja? Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Bei Planen in der Woche, wenn du Vorgesetzte hast, wenn du ein Unternehmen hast, was gewisse Abläufe hat, die dann nicht ja, so ablaufen, wie sie vorgegeben worden sind, dann hast du Schwierigkeiten in deiner Umsetzung, weil du dich danach richtest, richtig? Aber was ist, wenn du dich nach dir richtest, nach deinem Tun, nach deinem Handeln, nach deinen Möglichkeiten? Wenn du nach draußen guckst, dich einfühlst, sensibel und sagst, hey, wir fangen jetzt an und gucken, wie weit wir kommen. Und irgendwie ist es so weit gekommen, dass wir fertig wurden. Und wir haben uns nicht irritieren lassen von irgendwelchen Informationen da draußen, die dann doch nicht so eingetreten sind. Wir haben uns nicht ärgern lassen von irgendjemandem, der vorgesetzt war und ja nicht in der Lage war, die Strukturen und die Abläufe so zu regeln, dass sie geregelt sind. Wir haben ja selbstständig gehandelt, selbstständig entschieden und wir haben gerade selbstständig etwas zu Ende gebracht. Wir haben erfolgreich ja diese Tätigkeit durchgeführt. Also, wie ist es bei dir? Was führst du richtig durch? Welche Tätigkeiten ja, hast du durchgezogen, während andere ja abgewartet haben, die Zeit totgeschlagen oder sich gedacht haben, ey, es ist Wochenende, ja, da machen wir jetzt nichts, das können wir alles nächste Woche schon tun und dann war das Wetter unvorteilhaft, ja, war die Planung für den Arsch, die dann eigentlich gedacht war, weil ja was dazwischen gekommen ist, was Unvorhersehbares. Das Leben ist nun mal ein Überraschungspaket. Ja, ein Überraschungsei kennt jeder und jeder fragt sich, was kann da denn Wertvolles drin sein? Aber die meisten Überraschungseier, die haben eigentlich nur umgewandeltes ja, Kunststoffzeugs in Form gebracht in sich. Also, der Wert für die natürlichen Abläufe ist da drin nicht gegeben. Es ist selten irgendwie eine Anleitung da drin, wo draufsteht, hey, so wirst du reich, so wirst du erfolgreich, so wirst du selbstständig, so wirst du glücklich. Ja, seltenst hast du so eine Anleitung im Überraschungsei drin. Ja, das wo das zu finden ist, ist da draußen und in dir. Also nutze die Möglichkeit ja, in deiner Umsetzung und lass dich nicht von schlechten Nachrichten quälen. Die meisten Menschen lassen das nämlich immer sehr gut zu, weil sie dann quasi eine Entschuldigung haben für das Untätigsein, für die Handlungsstarre, ja, denen sie unterliegen, weil sie sich nicht entscheiden können. Und es ist auch so, dass viele Menschen so ihre Lebenszeit quasi abgeben. Sie, ich würde schon sagen, verkaufen ihren Erfolg, ja, und im Gegenzug erhalten sie momentane, ja, wie nennt sich das, momentane Entspannung, aber diese momentane Entspannung ist ein Selbstbetrug, denn du wirst merken, dass du unruhig bist in dir drin, weil du ja eine Zwangswartepause hast. Und die wenigsten Menschen können in der Zwangswartepause effektiv etwas umsetzen oder tun, ja, die richtigen Entscheidungen treffen. Nur wenn man im Hier und Jetzt lebt und in der Gegenwart hier gerade, ja, wo du hier jetzt zuhörst, genau, egal was du gerade tust, du hörst gerade zu und kannst damit effektiv deine Gedankenstruktur, ja, dementsprechend anpassen. Also pass es an, was in dir liegt und fass es an, was in dir liegt. Und bring es nach außen. Und wenn du das geschafft hast, kannst du
Egal, was da draußen für Nachrichten herrschen, für Wetterlagen, den Erfolg für dich generieren. Dann lass es doch regnen. Ja, aber guck doch mal, wie weit du kommst, bis die Schlechtwetterphase da ist. Oder was du tun kannst, ohne so viel über etwas nachzugrübeln. Die Handlung ist die erfolgsorientierte Umlegung und Fertigstellung von Momentaufnahmen deines Tuns. Was tust du gerade? Schaffst du es noch? Kommst du weiter? Kannst du dies und jenes abschließen? Oder wie oft musst du neu ansetzen? Aber das Neuansetzen ist auch nicht schlimm. Ja, es hält dich zwar auf, aber wenn du niemals den passenden Ansatz bekommst, ja, niemals den richtigen Schritt gehst, niemals einfach mal machst, sondern dich immer so beeinflusst, dass du dich entschuldigst und auch das noch gegenüber anderen, weil andere gesagt haben, das muss noch nicht sein, da kannst du noch warten, da ist noch nicht die Zeit für, die Wachstumsperiode ist noch nicht perfekt, ist noch nicht warm genug, es regnet ja sowieso, ich weiß nicht, was alles für Dinge auf dich eintreffen. Ja, der Kollege ist noch nicht da, die Kollegin ist noch nicht da, dein Chef ist noch nicht da, deine Chefin ist noch nicht da. Ja, das Unternehmen ist doch gar nicht gebaut. Ja, da gibt's doch gar keine Strukturen für, gar keine Ablaufpläne. Der Wasserhahn tropft. Wenn man ihn zudreht, tropft er immer noch. Woran kann's liegen? Bist du vielleicht zu schwach im Handgelenk und in der Muskulatur? Oder ist da irgendwas undicht in der Ventilation? In den Ventilen, in dem Gummifropfenteil, im Gewinde. Auf jeden Fall gibt es verschiedenste Sachen, die einen ablenken können, die einen aufregen können. Aber reg dich nicht auf über etwas, was in der Zukunft liegt. Bring dich in die Konzentration. Bring dich in der Konzentration dazu, in die Handlung zu kommen. Bring dich in der Handlung dazu, einfach das Nächste zu tun. Und das ganz entspannt. Dein Bewusstsein ist nämlich der Faktor, der dir sonst Stress macht, weil er eventuell zu viele Mängel angesammelt hat. Mängel sind auch die Termine, die sich anstapeln, weil wir dies nicht einhalten können, was wir wollten. Ja, ein Mangel ist das, was unter Stress passiert. Ja, dann oxidieren wir und wenn wir oxidieren, dann fehlen uns die Nährstoffe, die Spurenelemente, die Antioxidantien, die Mikronährstoffe. Und wenn wir Stress haben, wird auch unser Mikrobiom verändert. Ja, unsere Darmflora, die geht dann wortwörtlich hinten raus oder so. Ne? Auf jeden Fall verändert ganz schön viel Stress, ganz schön viel in deinem Körper und in deinem Bewusstsein. Und wenn du schon Stress hast, weil die Nachrichten das falsche Wetter ansagen, dann weißt du nicht, wie du in deinem Leben selbstständig handeln kannst. Also, schieb nicht alles auf, denn die Aufschieberitis ist eines der schwerwiegendsten, Mangelerscheinungen, die wir in unserer modernen Welt haben. Und wenn du Interesse hast, aus diesem Mangel herauszukommen, dann interessier dich mal für das Solo-Leveling-Programm. Ich wiederhole, Solo-Leveling-Programm, von mir. Findest du einige Podcast-Folgen in diesem Format bei Anchor oder Spotify unter Dennis Cool, Dan Cool und Dan Cool unterstrich Hallo unterstrich Nachbar im Format Besser Leben. Naja, im Podcast-Format für ein besseres Leben. Und ich frage mich immer, wer hört denn hier das überhaupt und warum kommen keine Kommentare an? Traust du dich nicht? Hast du Ausreden? Oder ist einfach die Wetterlage so schwer, dass der Touchscreen von deinem Handy so nass ist, dass keine Funktion mehr gegeben ist? Dass der komische Wörter schreibt und dass dich das schon frustriert. Also such dir für dich den richtigen Ort, das richtige Umfeld, die richtigen Gedankenstrukturen, das richtige, gesunde Klima. Und wenn wir das schaffen, alles schön zu machen für uns, alles harmonisch, dann macht eine Wettervorhersage, die für dich jetzt negativ sein sollte, nichts. Und vielleicht ist das für jemand anderes positiv. Nach Regen folgt Sonnenschein, meine Damen und Herren. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und die Zeiträume, wie wir etwas wahrnehmen, die sind oft verschieden und weichen voneinander ab.
Und wenn etwas voneinander abweicht, haben wir verschiedene Meinungen und die Meinungen, ja, führen zu Diskrepanzen. Und Diskrepanzen, ja, die sind schwierig. Das ist ein Konflikt. Und wenn wir im Konflikt sind, dann haben wir wieder etwas, was wir nicht, ja, für richtig halten. Und wenn wir etwas für nicht richtig halten, dann haben wir oft selten Lust dazu, das umzusetzen. Ne? Also schau, was für dich die richtige Lösung ist. Schau, was für dich gesund ist. Und wenn du Interesse hast, ja, diese ganzen Laster, ja, worüber wir gerade erzählt haben, ja, umzulegen oder etwas darüber zu lernen, wie man diese auflösen kann, dann schau dir mal das Buch an mit dem Titel Das Lasterleben der Anderen. Das Lasterleben der Anderen ist ein Buch für die Persönlichkeitsentwicklung. Einiges drin, einiges dran, einiges drunter, in Farbe, mit interessanten Bildchen und Erklärungen und Geschichten, ja, und auch Traumreisen. Interessant für die Menschen, die meinen, nie zu träumen, ja, und keine Umsetzung haben. Denn aus den Träumen heraus kommt die Energie für dein tägliches Brot. In diesem Sinne, hauen wir rein, bleiben wir gesund. Was interessant ist, ja, folgende weitere Bücher: 10 mächtige Tipps für mehr Achtsamkeit, Level 2.0 Reich im Kopf, der Weg zum Erfolgsmensch, das Tagebuch Gips Day, dann anderes B-Team, ja, das Big Gips Day Journal und die Live-Korrektur-Hörbuch-Lesung auf YouTube, ja, mit dem Titel Soul Rise, 7 Tage zum Ich. Genau, ist noch nicht fertig, ist noch das zurückgestellte Buch. Ja, zuerst kommt ein Buch fürs Unternehmertum, für unsere Pferdepension, Pferdehof Cool für glückliche Pferde. Ja, und der Titel des Buches heißt Das Pferdebuch. Ja, für Unternehmer interessant, für Pferdefreunde, für Menschen, die einfach mal wissen wollen, was in mehr als 40 Jahren, ja, ja, mehr als 4 Generationen sozusagen, an Erfahrung zusammengekommen ist in der Landwirtschaft und der Tier- bzw. Pferdepensionshaltung. Ja, ganz wichtig zu erwähnen. Erfahrung geht mit Zeit, Erfahrung geht mit ganz vielen anderen Dingen. Und ich frage mich immer, was kann es noch für Dinge geben, die dir Erfahrung geben, einen Mehrwert, Entspannung und mentale Power. So, jetzt schaue ich mal, wie ich hier die richtige Konsistenz finde für mein geistiges Wohl, ja, für meine Zufriedenheit und für die nächsten Dinge, die ich zum Erfolg bringe. Also, gerne teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Dein Dennis ist jetzt voll dabei, ne, und nimmt das nächste in Angriff. Wenn das Buch fertig ist, das Pferdebuch, ja, musst du auf jeden Fall was in der Hand haben, um mehr Einblicke zu haben. Und wenn du einen Pferdehof aufmachen möchtest oder selbstständig werden möchtest, dann kann dir dieses nützen, weil du einige Konflikte, ja, in der Wahrnehmung sensibel schon dargestellt bekommst. Lustig, unterhaltsam. Und die Pferde haben einen Mümmelmuskel und den Mümmelmuskel bedienen sie eher sehr feinfühlig. Also, was können die damit machen? Ganz schön viel.